Also könnt ihr euch vorstellen, das wäre, glaube ich, ein richtiger Aufwand gewesen, das alles die Stadt wird uns erst gehören, wenn es uns gelingt, alles aufzunehmen. Entweder so runterzuschneiden, dass ich wirklich nur den fertigen Run durchmachen, so wie es ja jetzt hier bei ihm hatte, wobei der Krieger eh geil ist. Ja, aber nee. Sie werden dafür bezahlen, was Sie Karl angetan haben. Karl. Gustav der Gefallene, also ich denke mal ein untoter Paladin. Ein rachsüchtiger Paladin, der Schwüre und Knochen gleich hat. Vielleicht ist er auch nicht untot, sondern einfach nur kein Paladin mehr. Im Finale so viele Exhauen. So, Verstärkung, 2 Mana, Rekruten der silbernen Hand mit 1-1. Nochmal Verstärkung, 3 Rekruten der silbernen Hand mit 1-1, aber auf die Hand. Und die Gunst des Lichts, 2 Mana, verleiht einem befreundeten Diener. Dann gibt es hier einen alten Haudegen. Gibt es so Buffs. Ganz viel Gottesschild und Geheimnisse. Standard-Zauber-Paladin. Gibt's hier. Silberne Hand und Buffs. Aber eigentlich ist es nur Buffs. Und hier der Geheimnistypi, ne? Ja, Geheimnisse und Buffs. Ist auch mal gut, die Decks spielen immer so 2 grobe Richtungen. Gustav gegen Wendy! Welche Namen ich zum Beispiel auch ganz schön finde, sind so gekommen, klischee-mäßige, um ich weiß, die gibt es nicht immer. Da seid ihr bei mir falsch. Oftmals sind es auch nur Klischees, aber wenn sie dann wirklich auftreten, dieses Shaniqua, Kashira, Shawira, Rihanna. Ja, auch die Sängerin Rihanna. Erzählt Alchemisten nie einen Witz. Lady Gaga zum Beispiel, die heißt Stephanie. Nicht Stephanie? Stephanie. Mit einem I am Ende. Ohne E. Schrecklich. Das hebelt euch wieder auf! Kitty Kitt. Nachnamen finde ich auch schlimm, wenn vor allem zusammengeworfene Nachnamen sind, die einfach keinen Sinn ergeben. Einfach nur, weil die Leute sich denken, ich will meinen Namen. Weil der Name war vorher schon scheiße, der Name vom Ehemann ist scheiße. Marcel kann ein Lied von singen. Der hat nämlich keinen schlechten Nachnamen, finde ich. Ich habe vor nichts Angst. Das kann man schon sagen. Und ich glaube, Marcel wird auch den Namen seiner Hulden vielleicht irgendwann mal annehmen oder sein. Der hatte nämlich vorher väterlicherseits, Vater, väterlicherseits, hatte er einen polnisch vermutenden, ohne dass der polnisch irgendwie was bedeutet hat, beziehungsweise polnisch wäre. Also ein typischer Name, der auf Ski endet, der aber deutsch ist. Polenname, nennt's wie ihr wollt. Wow, ihr habt hier von äußerst gefährlichen Zutaten. Jetzt. Da einen sehr komischen Namen. Der Nachname seiner Helden ist jetzt auch nicht so krass. Könnt ihr sie wiederverwerten? Das ist besser für die Umwelt. Nicht übel, was? Kleine Taschen. 2 Karten zu Beginn ziehen ist cool. Smart Brille, die Karte ganz links kostet 2 weniger. Ist halt immer aktiv, ne? Und Wiederverwertung, 2 Rüstung, wenn ein befreundeter Nina gestorben ist. Das passiert halt auch. Also da ist echt schwierig. Sind beide krass. So, Max, Leuchtron, Minibot, Tekal, Glasritter, Nosari. Jo, die beiden zusammen, ne? Schon fett. Vor allem alles leben würde, muss man sagen. Das heißt, ich könnte voll auf live gehen, aber da muss ich auch erstmal hinkommen. Und in Runde 10, dass mir da noch nicht aufs Maul gegeben wurde. Na gut, den in Runde 9, den in Runde 10. Dann darf ich aber meinem Gegner auch noch nicht so viel Schaden gemacht haben. Und der hier ist halt auch nochmal krass, ne? Der hat nämlich Lebensentzug. Wollen wir spekulieren? Da
da. Zoe, die die ganze Diskussion angekuppelt hat. Was ich zum Beispiel nicht schlimm finde, ist, wenn ein Hund oder ein Haustier so einen freaking Gustav Namen hat. Also ob mein Hund nur Horst Zoe heißt, auch wenn es unpassend ist, oder Max oder Steve. Wo wart ihr, als Karl euch gebraucht hat? Ich war hier und habe Leute geheilt. Wahrscheinlich. Wer ist Karl? Das ist die Stimme von Ino aus Naruto. Hm. Hallo. Oh, Entschuldigung. Ja, hundertprozentig. Ist jemand verletzt? Was ist das denn? Sekunde mal. Ich habe gerade Werbung bekommen für AliExpress. Für was, was irgendwie nach Bad Plax aussieht. Naja, liegt an meiner Search History. Jetzt habt ihr wieder etwas Farbe im Gesicht. Von der Line wünscht dich Wind of Change. Ich brauche niemanden. Das waren nur ein paar Kratzer. Niemand verpfeifen! Eure Zeit ist noch nicht gekommen. Okay. Meine Geduld ist in ihrem Fächer klein! Wenn die Hand leer ist, dann kriegt das unendlich auf. Mit ihm habe ich auch schon mal gewonnen. Ich erinnere mich. Ich muss meine Hand ziehen. Soll ich oh, alles weg. Egal. Gib mir. Mach alles weg. So. Eins. Ich habe vor nichts Angst. Nein. Melde mich zum Dienst. Wir fahren. Meine Geduld ist erschöpft. Für mich allein. Das hat zwar ewig gedauert. Baf, 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 baf. Okay. Also, das ist ganz viele Echo. Das sind Echo-Karten, die wenig kosten. Quest wirkt 6 Zauber, könnte man auch nehmen. Okay, ciao. Ist da denn wieder das Problem, ne? Wobei, die hat halt teilweise viel. Aber ist ja auch scheißegal, weil ich mach das ja alles in einer Runde. Gustav gegen Bei Chao! Wofür denn? Hat man euren Büchereiausweis eingezogen? Ich muss ihn hier irgendwo haben. Ich weiß es genau. Der ist so süß. So ein cooler Charakter. Vielleicht machen wir jetzt die 12er Runde durch. Wird zwar ein bisschen dauern, aber motiviert bin ich. Könntet ihr bitte leise sein? Das macht natürlich mein Leben jetzt ein bisschen schwieriger, ne? Ich habe vor nichts Angst. Das hier ist eine Bibliothek. Das ihr stört die anderen beim Lesen. Ah, wenn ich das ausspiele, habe ich aus einem alten Taschenbuch gelernt. War das? Könnt ihr beim Klauen nicht etwas leiser sein? Ich fürchte den Tod nicht. Jetzt. Ja, da ist mein Win. War das? Man weiß nie, was sich in einer alten Schriftrolle so alles verbirgt. Ihr denkt, ihr habt es. Ruhe da drüben! Musik aus, das ist eine Bibliothek. Das ist geil bei den legendären Musik. Verbraucht alle eure Rüstung. Das wäre jetzt eine richtig fiese Karte. Oh.
coole Todeskombo. Ich brauche mehr Echos. Der Unterschied zwischen einem herkömmlichen Plan und einem diabolischen Plan liegt im Fiesheitsgrad des Lachens. Mehrmetzliche Schätze, einmal mischt 5 zufällige Schätze in der Deck oder den Bombenabwurf. 5-mal mischt ein Kavumbot in das Deck eures Gegners, wenn er gezogen wird, verursacht er 20 Schaden. Kampfschrei, entdeckt Kampfschrei. Duell. Ich glaube. Pause. Ah, hier kehre ich gerne ein und verbringe etwas Zeit mit wandelnden Schutzschild. Ich meine Freunden. Neue Gäste sind hier immer willkommen. Hereinspaziert. Ich kenne alle Feinde. Ja. Nicht den Garumbot. Brennt hier drin was? Weg mit dir. Langer Tag. Oh, kommt ein von euch nicht. Wie seid ihr denn was? 3 Angriffe, Spott und Leder, zu gewaltig. Diese Geschichte habe ich schon mal gehört. Die ist gut. Jetzt hat er 3 Angriffe. Gute Reise! Das wird natürlich richtig geil. Ah! Dalarans Archivarin! Sie bewahrt die Andenken der Gestorbenen! Gustav gegen Oshi! Ich bin gekommen, um Rache zu nehmen! Ein tragischer Held. Dies wird kein gutes Ende nehmen. Für keinen von uns. Also das minus 2 Life ist schon echt krass. Minus 2 Kosten. Hallo! Lasst euch doch mal etwas Neues einfallen. Schilde hoch, roter Alarm! Ihr denkt, ihr habt eine Chance gegen mich? Ihr werdet mit mir sterben! Nö. Abgelehnt. Achso, der kostet sonst 5. Dazu verdammt, sich zu wiederholen. Ich habe vor nichts. Warte, ich nehme das Licht. Es geht halt echt schnell. Nicht schon wieder. Lulu. Segen. Heilung. Heilung.